Hallo Leute, heute kommt zu meinem zweiten Vlog. Ich wollte euch heute den Hill zeigen. Ich sitze hier gerade irgendwo in London. Und hinter mir ist M&M's World. Hier noch ein paar Aufnahmen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass da drin alles furchtbar teuer ist, man kann dort M&M's nach Farbe sortiert kaufen. Nach Farbe sortiert. Also, ich habe mich da mal für grün entschieden. Da uns heute leider eine Karte fehlt, habe ich mir provisorisch selber eingezeichnet. Und ja, wir orientieren, ich zeige euch erstmal, wie wir langlaufen. Also ihr kommt am Notting Hill Gate an. Das ist hier, das ist eine U-Bahn-Station. Dann würde ich euch sagen, lauft ihr am besten hier so ein bisschen rum in dieser Gegend. Da gibt es ein paar gute Plattenläden und dann geht ihr hier strikt die Pam Road runter. Da gibt es richtig geile Läden, da zeige ich einige noch. Und ihr geht nicht gleich in die Portobello Road. Das ist ein Fehler. Ihr geht die Pam Road einfach weiter bis zum Ende. Bis zum Westbourne Grove. Da kommt noch eine kleine Galerie. Dann geht ihr weiter, dann seht ihr hier irgendwo eine Kirche. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die... Dann geht ihr hier weiter, gibt es noch richtig viele schöne Shops. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Portobello Road hoch geht. Ob euch das genug für den Tag ist. Und dann zurück zum Notting Hill geht. Oder... Aber ihr geht die Portobello Road bis zum Ende durch. Bis zum Ende. Das ist euch überlassen. Also, ich bin der Meinung, dass man das machen sollte. Das ist für einen Tag dann genug. Okay, ich zeige euch jetzt ein paar Bilder von Notting Hill. So, das ist die U-Bahn-Station Notting Hill Gate und hier ein kleiner Rundblick, wie es dann so aussieht, wenn ihr da rauskommt. Und dann geht ihr gleich die Straße weiter runter. Und dann hier der Rundblick auf die ganzen Läden. Da sind richtig gute Plattenläden dabei. Kann ich nur empfehlen. Und anschließend, wenn ihr diese Läden durchstöbert habt, geht ihr einfach wieder zurück. Wenn ihr dann in die Pam Road reingeht, dann ist das erste, was auffällt, ein kleines Antiquariat. Da kann man ja reingehen, aber es ist zu teuer eigentlich. Das ist der erste Abschnitt der Pam Road. Hier gibt es sehr viele Geschäfte, von denen ich jetzt zwei zeige, aber in den Geschäften ist leider verboten zu filmen, deshalb kann ich sie euch bloß von außen zeigen und kurz erzählen, warum sie geil sind. Das ist Army Classics. In diesem Laden gibt es von der Gasmaske bis zur Paradeuniform, also der englischen Paradeuniform, wirklich alles. Und auch deutsche Armeeuniformen kann man da drin kaufen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Der zweite Laden, den ich euch vorstelle, ist Mini Fifi. In diesem Laden gibt es witzige Kühlschrankmagneten, witzige Figuren, und auch Würfel, die auf allen Seiten Sechsen haben. Natürlich gibt es in dieser Straße auch normale Läden. Zum Beispiel Läden, die Bubble Tea verkaufen. Oder Boutiquen, in denen Katzen wohnen. Hier zweigt die Portobello Road ab. Dort gehen wir aber jetzt noch nicht runter. Wir können auch noch keine Marktstände sehen. Wir gehen einfach die Pam Road weiter geradeaus. Wenn ihr dann die Geschäfte der Pembridge Road hinter euch gelassen habt, dann heißt es erstmal laufen. Ungefähr 4 Minuten. Wenn ihr dann die Kreuzung zum Westbourne Grove erreicht habt, dann seht ihr dann, wenn ihr Richtung Westen guckt, dieses Haus. Daran befindet sich eine kleine Galerie und die aktuelle Ausstellung ist Religions Violente. Und das ist der Katalog der Ausstellung. Dort werden ein paar richtig gute Werke gezeigt, die sich mit dem Thema Religion und Krieg auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Wenn ihr an den Westbourne Grove weiter westlich runtergeht, dann seht ihr irgendwann die Westbourne Grove Church. Der nächste Stopp wäre dann Portobello Road. Wenn ihr dann auf die Portobello Road kommt, dann guckt ihr zunächst einmal nach links, denn das ist der Weg zurück zum Notting Hill Gate. Ich biege allerdings rechts ab. Portobello Road Market ist ein wenig vergleichbar mit dem Flohmarkt am Sonntag auf dem Mauerpark. Man kann, wenn man will, hier richtig gute Sachen kaufen, allerdings sollte man vorher die Preise vergleichen, denn unter Umständen ist es am anderen Stand günstiger. Es gibt neben den Ständen auch allerhand Leute, die ihre künstlerischen Fähigkeiten zur Schau stellen, sei es durch Akrobatik oder durch Musik. Ihr müsst die Portobello Road nicht wirklich bis zum Ende durchgehen, denn nach der Kreuzung mit dem Westway kommen bloß noch vereinzelt gute Stände und die Qualität der Waren lässt erheblich nach. Backwaren wie dieser Bagel oder andere Süßigkeiten solltet ihr allerdings erst nach 16 oder 17 Uhr kaufen, weil dann hören die Händler langsam auf und bauen ab und machen ihre Waren zum Teil bis zur Hälfte billiger.
Wenn ihr den Wunsch verspürt, zurück zum Notting Hill Gate zu verlaufen, empfehle ich euch, dies über einen der Nebenstraßen zu tun, denn das ist erheblich schneller, als durch den Markt zu laufen. Das war Notting Hill.